Mittagspause in einem der vielen Internet-Startups in Berlin-Mitte. Diese sieben arbeiten in einem Team. Sie sprechen Englisch miteinander, in der Pause genauso wie im Job. Es ist die einzige gemeinsame Sprache für sieben Leute aus allen Teilen der Welt. Italy, Brazil, Czech Republic, Spain, Germany. Sie sind aus unterschiedlichen Gründen nach Berlin gekommen. In Maris Heimat Spanien ist die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten extrem hoch. Als Programmiererin hätte sie trotzdem gute Jobchancen gehabt, aber sie hat sich für Deutschland entschieden. Wir wollten mal ausprobieren, wie es ist, im Ausland zu leben. Wir haben uns verschiedene europäische Hauptstädte angeguckt. Am Ende ist es dann Berlin geworden. Hier ist die Internetszene einfach sehr, sehr angesagt. Bei SponsorPay arbeiten rund 140 Mitarbeiter, über 30 Nationen. Die Kunden sitzen auf der ganzen Welt, also braucht die Firma ausländisches Personal. Aber auch die Programmierer oder Marketingleute kommen von überall her. Für Projol Banerjee ganz normal. Uns ist es ziemlich egal, wo gute Leute herkommen. Unser Ziel ist es, die Besten zu kriegen. Es klingt banal, aber Talente gibt es überall. Und diese Talente saugen wir auf. Um diese Talente konkurrieren deutsche Unternehmen mit ausländischen Firmen. Deutschland braucht auch in Zukunft gut ausgebildete Einwanderer, sagt Kanzlerin Merkel. Fachkräfte bleiben gefragt, denn die deutsche Bevölkerung wird immer älter. Das muss unser Ziel sein, wirklich auch offen zu sein für junge Leute, die zu uns kommen, wenn wir heute schon wissen, dass 2025 6 Millionen Arbeitskräfte in Deutschland weniger sein werden. Teile der Bundesregierung sehen das anders. Der Innenminister will noch immer stärkere Abgrenzung gegenüber Arbeitnehmern aus dem Ausland. Es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten den demografischen Wandel allein mit Zuwanderung lösen. Die Vorstellung, dass wir unsere Leute sozusagen in die sozialen Sicherungssysteme schicken und irgendwelche ausländischen Arbeitskräfte holen, die für wenig Geld hier die Arbeit machen, ist völlig abwegig. Längst aber kommen nicht mehr nur Arbeiter für Billiglöhne nach Deutschland, sondern Akademiker, die genauso gut woanders Arbeit finden würden. Wir müssen davon abkommen, dass wir die Zuwanderer als Eindringlinge ansehen. Nein, wir müssen die Zuwanderer als Chance ansehen. Zweitens, wir müssen den Zuwanderern die Möglichkeit geben, dass sie sich als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Deshalb sollten wir nicht ständig über wir und die anderen sprechen. Für Mari war der Start leicht. Den Job hat sie über einen Freund gefunden, die Einstellung lief glatt. Sie hat sich um das meiste selbst gekümmert, Sprachkurse, Wohnung, die ganze Bürokratie. Ich habe keine offiziellen Angebote gesehen, was Einwanderung angeht. Ich brauchte das auch nicht so sehr, weil wenn man aus der EU kommt, ist es ziemlich leicht, sich hier niederzulassen. Um Mitarbeiter aus anderen Teilen der Welt kümmert sich die Firma. Projol Banerjee, der ursprünglich aus Indien kommt, hat 3 Monate gebraucht, bis er seine Arbeitsgenehmigung hatte. Es gibt viele Verfahren, die man unmöglich durchlaufen kann, wenn man nicht einen Deutschen hat, der einen bei der Hand nimmt. Wir haben hier eine ganz reizende Personalabteilung, die uns mit all diesen Problemen hilft. Marie hat bisher gute Erfahrungen gemacht. Eine Hürde aber gibt es für sie und ihre Kollegen, vor allem ganz zu Anfang. In Behörden wird nur Deutsch gesprochen. Mit Angeboten auf Englisch wäre alles noch einfacher.